Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist erneut Robert Krug. Robert, wie viele schon wissen, auch aus dem ersten Teil, du bist eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Du bist aber auch Forscher und Buchautor zu Gesundheitsthemen. Durch eigene gesundheitliche Probleme, wir haben im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, hast du dich 2016 mit holistischer Gesundheit und auch der Biochemie befasst. Deine tiefe Begeisterung und dein Eigenstudium haben dich dabei zum Experten gemacht, sodass du sogar mehrere Bücher zu den unterschiedlichen Gesundheitsthemen verfasst hast. In unserem letzten Interview haben wir über dein Buch Hör auf deine Gene gesprochen. Inzwischen hast du ein weiteres Buch veröffentlicht, nämlich das hier. Wir werden gleich noch weiter darauf eingehen. Es geht um Eiweiß ganzheitlich betrachtet, wobei du eine Vielzahl von Studienergebnissen vorstellst, die die Bedeutsamkeit von Proteinen für unsere Gesundheit in den Fokus rückt. Ich freue mich, mit dir heute darüber auszutauschen. Robert, hallo beim Epigenetik Podcast. Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Robert, das letzte Interview fand ich schon sensationell interessant mit dir und seitdem hat sich ja viel getan. Ich glaube, es ist ein halbes oder ein dreiviertel Jahr mittlerweile her. Ich habe damals noch in Thailand gewohnt. Meine Frau und ich sind jetzt mittlerweile auf Ibiza. Du hast ein neues Buch rausgebracht. Ich weiß, bei Epigenes gab es ein neues Update zum DNA-Test, wo über 500 relevante Snips getestet werden, natürlich auch darunter die, die du vorgestellt hast, auch in deinem Buch. Also da ist ganz viel passiert. Heute würde ich gerne eben den Fokus ein bisschen shiften. Proteine. Wir haben jetzt viel über DNA gesprochen. By the way, Proteine, das ist ja das Thema auch, was die DNA letztlich eigentlich produziert. Aber wir brauchen auch gewisse Bausteine dafür. Der Körper braucht die Bausteine dafür. Deswegen werden wir jetzt vor allem über Aminosäuren sprechen und dann natürlich auch über die Proteine, die essentiell sind. Die Frage ist, wo können wir anfangen? Weil das ist ein extrem breites Feld. Vielleicht legen wir erstmal eine Basis mit Aminosäuren. Viele denken immer, wir brauchen nur diese 8 oder 9 essentiellen. Es gibt natürlich viele mehr, auch die nicht essentiellen. Jetzt ist die Frage dann natürlich auch im weiteren Gespräch, wie viele braucht man tatsächlich? Vielleicht kannst du da erstmal so eine Basis legen. Wie sieht's denn da aus mit essentiellen, nicht essentielle? Sind die tatsächlich eher weniger wichtig oder brauchen wir vielleicht die gleichermaßen sogar, was vielleicht so die externe Zufuhr angeht? Ja, also Aminosäuren, fangen wir mal an. Aminosäuren kann man sich vorstellen wie Lego-Bausteine. Das kennt jeder, zumindest in unserer Altersklasse kennt man noch Lego-Bausteine. Ich weiß nicht, ob es heute noch verkauft wird, ein bisschen vielleicht, aber nicht mehr ganz so wie früher. Heute gibt es Rechner und Computer und alles Mögliche an Unterhaltung und Lego ist nicht mehr so wirklich unterm Weihnachtsbaum, so wirklich oft. Vielleicht von Vätern dann selbst, was sie selbst mitspielen. Ja, also man kann sich das vorstellen, es gibt 9 essentielle Lego-Bausteine, die wir jeden Tag sozusagen kaufen müssen oder essen müssen in diesem Fall, im übertragenen. Und dann gibt es 12 weitere, also insgesamt 21 andere Aminosäuren, die kann der Körper selbst herstellen. Deswegen bezeichnen wir die als nicht essentiell. Essentiell bedeutet, wir können es nicht selbst herstellen. Ne? So wie Elemente können wir auch nicht selbst herstellen, das können nur Sonnen. Ja. Und es ist richtig, einige Aminosäuren kann der Körper selbst herstellen, aber das schwankt, da wird es auch wiederum, da gehen wir wieder, kurzer Ausschwank in die Gene, da wird es eigene Snips auch für geben, die vielleicht auch noch gar nicht alle bekannt sind, ne, dass der eine besser und der andere schlechter, zum Beispiel Carnitin herstellen kann. Hm. Aber Basis ist letzten Endes, dass wir die Aminosäuren zumindest, die essentiellen, die müssen wir jeden Tag essen. Und der Witz ist aber auch, die nicht essentiellen baut der Körper ja auch wiederum aus essentiellen. Das heißt, wenn man die jetzt nicht essen würde, dann
hätte man einen viel höheren Bedarf noch an den essentiellen, weil da und eine viel höhere Last, das muss auch alles gebaut werden. Das ist halt auch so die Geschichte. Und ich gucke dann, ich komme ja sehr aus der Anthropologie, habe mich da sehr, sehr stark mit beschäftigt, mit den Werken von vielen Paläontologen, Anthropologen, die da halt die Forschung in den letzten 120 Jahren, 100 Jahren da geforscht haben, was wir Menschen eigentlich essen sollten. Ja, aus der Sicht. Und Robert, super spannend und da würde ich gleich eintauchen. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. Gibt's da, weil mich das jetzt natürlich super interessiert, du hast L-Carnitin oder Carnitin angesprochen. Hast du dazu Informationen zu SNPs, zu genetischen Polymorphismen, die die Einschränkung der Produktion hindern oder die Produktion hindern, die Produktion einschränken? Gibt's dazu schon irgendwas? Nee, habe ich leider nicht. Das ist aber eine Vermutung, so mein Bauchgefühl, dass es das gibt. Ja, das ist einfach, weil tatsächlich, also ich habe zu Carnitin, es gibt, ne, ich habe im Genbuch beschrieben habe, da war aber Carnitinproduktion nicht dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da SNPs, es sind ja auch noch nicht alle entdeckt letzten Endes. Ne? Man muss ja immer dann sozusagen die Variation entdecken und dann auch erforschen und auswerten. Das ist viel Epidemiologie dann dabei beim Auswerten. Speziell habe ich tatsächlich leider nicht, war mir nur so spontan als nicht essentielle Aminosäure eingefallen, Carnitin. Mhm. Also grundsätzlich trifft das dann natürlich letztlich auf alle zu, möglicherweise. Aber lass uns gerne mal über da die Anthropologie weitersprechen. Das finde ich natürlich auch ganz spannend. Das heißt, wo kommt der Mensch her oder die Lehre des Menschen und wie haben wir uns über Hunderte, Tausende und sogar Millionen von Jahren ernährt? Darauf kann man natürlich dann auch Rückschlüsse ziehen. Wie sollten wir uns eigentlich ernähren? Was ist so eine ursprüngliche Ernährungsform? Und das ist ja auch wichtig vor dem Hintergrund, wenn wir über Vegetarismus oder Veganismus nachdenken. Genau. Da wollte ich eigentlich auch so ein bisschen hin mit der Eingangsfrage, wie es aussieht mit dem Aminosäureverhältnis vielleicht auch in den unterschiedlichsten Lebensmitteln, tierische, pflanzliche. Wie sieht es da aus für Veganer, Vegetarier? Worauf muss man achten? Vielleicht kannst du da so einen kurzen Abriss mal geben. Wo kommen wir her? Was sagt die Anthropologie auch zu unserem Ernährungsverhalten? Tierisch im Vergleich zu pflanzlich dann vielleicht auch, was die Aufnahmefähigkeit dann angeht. Ja, gut, fangen wir mit dem Werden des Menschen an. Gehen wir erstmal nur zurück auf den Homo sapiens. Der Homo sapiens ist ungefähr 250, vielleicht 300.000 Jahre alt. Also wir jetzt, unsere Bauform, unser Modell. Der Vorläufer war der Homo erectus und der war ziemlich carnivore unterwegs. Wir haben uns letzten Endes zum Menschen hin entwickelt, durch den Verzehr von Fleisch und Knochenmark, Gehirn. Ja, also diese energiereiche Nahrung, die hat dafür gesorgt, dass ich das Wesen, was vor 3 Millionen Jahren der Vorläufer war, sozusagen von uns Menschen, sich komplett verändert hat. Der war viel kleiner, der hatte viel mehr Dickdarm und viel, 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 viel kleineres Gehirn. Und wir heutzutage haben einen sehr, sehr stark reduzierten Dickdarm. Kann man auch direkt sehen, wenn man Schimpansen, unseren Cousin sozusagen, sieht aus dem Tierreich. Schimpansen ist am nächsten von der DNA her. Und oder auch der Orang-Utan letzten Endes sind ja noch ziemlich pflanzenlastige Fresser. Schimpanse isst auch ein bisschen Fleisch, ne? Vor allen Dingen auch Schimpansen aus der Nachbargruppe, die nicht gemocht ist. Die sind da sehr rabiat. Aber die Därme sind anders, glaube ich. Die Därme sind auch komplett anders, genau. So, die haben noch einen sehr, sehr starken Dickdarmbereich. Den dicken Bauch, der kommt nicht vom Bier trinken beim Schimpansen, sondern der kommt, weil er viel Dickdarm hat. Und wir Menschen haben einen unheimlich starken, großen Dünndarm entwickelt, der perfekt geeignet ist, Eiweiße, und lass mal das erstmal so stehen, erstmal Eiweiße zu zerlegen und aufzunehmen. Da werden auch die Mineralien aufgenommen, aber der ist sehr, sehr, sehr gut dafür geeignet, tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß bedingt, aber auch vor allen Dingen tierisches Eiweiß zu zerlegen. Und das sieht man bei Leuten, die leider einen Dickdarm rausgenommen haben müssen. Da gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante YouTube-Videos, die halt die verschiedenen Ernährungsarten auch beschreiben. Da sieht man, dass beim Fleischverzehr so gut wie nichts im Beutel ankommt bei denen. Die müssen leider so einen Beutel tragen dann ein Leben lang.
Und im Gegensatz zum pflanzlichen Verzehr, weil Pflanzen haben halt auch viel Ballaststoffe. Ja? Und hier kommt jetzt schon ein ganz großer Unterschied halt in diesen Ballaststoffen, die ja unter Umständen auch ganz gut für unseren noch verbliebenen Dickdarm sein können. Ich will das halt nicht gar nicht schlecht machen. Ne? Aber ich will nur sagen, beim Fleisch das Fleisch wird perfekt, wenn der Mensch gesund ist und er keine Antiacids, also keine Magensäurehemmer einnimmt oder irgendwie so ein Blödsinn. Das heißt, wenn er gesunde Magensäure hat, wir haben ja eigentlich wir haben sehr, sehr saure Magensäure, 1:1 auf dem Niveau von reinen Karnivoren. Wenn der Magen genug Säure hat, die Verdauung läuft ja, fängt ja, die Eiweißverdauung fängt im Magen an und geht dann über den Dünndarm und dort wird so gut wie alles aufgenommen, wenn wir Fleisch essen, wenn wir ein Steak essen. Ja, da kommt so gut wie nichts im Beutel an bei den Menschen, im Gegensatz halt zu pflanzlichen Produkten, wo wesentlich mehr dann sich in dem Beutel auch Luft, halt Verdauungsgase dann entwickeln. Daran sieht man schon, also, aber man weiß das auch, also, da gibt es auch überhaupt keine Diskussion aus der Biologie. Wir haben einen Dünndarm, der perfekt gemacht ist, um tierisches Eiweiß aufzunehmen. Und das zeigt sich auch an diversen Analysen, was wir, ne, man kann den Zahnschmelz von 30, 40, 80.000 Jahre alten Funden untersuchen, was haben die Menschen gegessen. Man kann die Knochen angucken, die Stickstoffisotope kann man angucken. Da sieht man, der Mensch war ein sehr, sehr, sehr starker, also sehr, sehr guter Jäger, ne, hatte höhere Anreicherungen als Wölfe und Bären. Also wir haben auch Wölfe und Bären gegessen, gejagt und gegessen. Wir waren der Apex, wie es so schön heißt, der Top-Jäger. Und jetzt sagen viele, oh, wir haben doch überhaupt keine Reißzähne und keine Klauen. Stimmt, haben wir nicht. Aber wir haben das Ding hier oben. Wir haben das Ding hier oben namens Gehirn und wir jagen in Gruppen und wir sind super gefährlich. Ja? Wenn wir in Gruppen unterwegs sind. Ja, ist so. Ne? Wir haben, wir, also ich wüsste es jetzt heute auch nicht spontan, wie ich das machen würde, aber uns würde garantiert, wenn wir 30 Männer oder 20 Männer zusammen sind, würde uns sicherlich einfallen, wie wir einen Elefanten erlegen. Ja? Wir haben, der Homo erectus hat weltweit dafür gesorgt, dass die Großtiere ausgerottet wurden. So ein erfolgreicher Jäger waren wir. Und die damaligen Tiere waren ja noch wesentlich größer, als was wir heute so haben. Ja, Giraffe ist noch relativ groß, wird auch bejagt von uns. Ja, wir schaffen das, diese Tiere zu erlegen, aufgrund unseres Geistes, unserer Idee, wie wir die umbringen. Und natürlich mit den Waffen. Ne? Vor 2,5 Millionen Jahren fing es an, dass wir angefangen haben, Waffen zu bauen. Das ist der große Vorteil. Wir können Werkzeuge benutzen. Wir können nicht besonders schnell rennen. Wir können nicht fliegen. Wir haben nicht besonders viel Kraft. Aber wir haben das Gehirn. Und wir sind hervorragende Gruppenjäger halt. In Koordination, in der Gruppe, sind wir unschlagbar. Es gibt da aus der Anthropologie auch dieses schöne Sprichwort: Setz einen von uns nackt allein in Urwald aus und er ist relativ sicher am Abend, im Magen von irgendeinem Karnivor. Setzt 50 von uns allein nackt im Urwald aus und die Story wird vollkommen anders laufen. Ja? Wir würden uns in Nu koordinieren. Es gibt sofort einen Häuptling, klar, aber wir würden uns koordinieren, wir würden sofort Waffen bauen, ein Feuer anmachen und so weiter. Also das heißt, Tiere würden auch Reißaus nehmen vor uns, weil sie wissen, die da, die sind gefährlich. Ja? Ne? Die richten viel Unheil an. Und das sind halt wir Menschen. Man sieht es ja auch. Finde ich unheimlich spannend, diese Anthropologie, und allein Ja. das gibt ja eigentlich schon Aufschluss und sollte eigentlich vieles widerlegen von, ja, vielleicht nicht so qualitativ guten Studien, sage ich jetzt auch mal, und natürlich auch über viele Szenen, die Fleisch verteufeln. Und wenn man aber auch genauer in die Studien reinschaut, da werden wir uns dann später auch nochmal drüber Ja. unterhalten. Da wurde ja auch nie wirklich untersucht, ist es jetzt wirklich reines, qualitativ hochwertiges Fleisch etc., sondern eher tatsächlich dann einfach nur Fleischkonsum, hat man gar nicht geschaut, welche Farbe hat das Fleisch noch, ob es verarbeitet war, etc. pp. Aber allein das sollte eigentlich schon mal so ein bisschen Aufschluss geben und sagen, hey, das kann nicht schlecht für uns sein und vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht sogar gut. Lass uns aber vielleicht mal so die andere Seite auch noch besprechen, weil nicht nur im Fleisch sind ja Proteine drin, es gibt ja auch pflanzliche Proteine. Wie sieht's denn da aus? Weil es kann ja trotzdem sein, dass jetzt jemand Vegetarier oder Veganer ist, aus welchen Gründen auch immer, mag vielleicht nicht, dass Tiere erlegt werden oder was auch sonst noch dahinter stecken mag. Und es ist ja seine Entscheidung. Deswegen vielleicht als Coach, wenn Coaches oder auch andere
Therapeuten etc. zuschauen. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, von jemandem von irgendwas zu überzeugen, denke ich, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, sondern wir müssen irgendwie einen Weg finden, seinen Lifestyle quasi positiv zu unterstützen. Jetzt, wie sieht's denn da aus mit pflanzlichen Proteinen? Ist das eins zu eins das Gleiche? Eigentlich rhetorische Frage, aber ich hätte gern eigentlich deine Erklärung dafür, was zum Beispiel Aminosäureverhältnis angeht. Das ist ja so der Klassiker. Viele denken immer, in manchen pflanzlichen Proteinen sind gar nicht alle essentiellen drin. Das ist aber gar nicht so. Natürlich sind da alle drin. Aber vielleicht können wir dann mal aufs Verhältnis eingehen. Und dann aber von da auch auf das Thema Bioverfügbarkeit. Weil das kennen vielleicht viele ja von Mikronährstoffen. Sind die bioverfügbar überhaupt? Aber eher von Proteinen haben das wahrscheinlich die wenigsten gehört. Richtig. Ich fange mal mit dem Positiven an, weil er soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass pflanzliches Eiweiß, dass ich das total verteufle. Ich esse es tatsächlich ja auch. Man kann das gut kombinieren mit tierischen Produkten, weil tierische Produkte sind halt aufgrund der, was wir eben besprochen haben, Herkunft von uns Menschen, sind die tierischen Eiweiße perfekt. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Tiere jetzt perfekt sind, sondern wir sind an die Tiere gewohnt, weil wir die über viele hunderttausend Jahre essen. Ja, so, man kann trotzdem vegetarisch, ist es einfacher, man kann sich auch vegan ernähren. Ist aber schwieriger, muss man jetzt sehr gut zuhören, tatsächlich. Die gute Nachricht vorweg, es geht, indem man verschiedene pflanzliche Eiweiße mixt, das ist der Trick. Ja, dafür habe ich auch eine Studie. Es gibt den sogenannten Diaz-Index, der das relativ gut darstellt, wie gut bioverfügbar beziehungsweise biowertig in dem Fall ein Eiweiß ist. Fleisch hat dann natürlich mit die höchste Wertung, Ei natürlich auch, also die tierischen Produkte. Kartoffel ist sehr gut, aber Kartoffel hat relativ wenig Eiweiß drin, das sind nur 3% Eiweiß und Vorsicht, 15% Kohlenhydrate. Man kann Kartoffeln abkalten lassen, dann geht ein bisschen der Kohlenhydrat weg, das ist so ein kleiner Trick, aber Kartoffel eignet sich als Eiweißlieferant nicht besonders gut. Man kann trotz allem, oder man sollte verschiedene pflanzliche Eiweiße mixen, wie halt dann die Linsenfrüchte, die man richtig zubereiten muss im Schnellkochtopf. Das lernen wir bei Gundry. Das ganze Thema Lektine, das nennen wir hier nur einmal kurz. Aber damit kann man arbeiten und dann in Kombination halt Kartoffeln, ein bisschen gekeimte Getreide, ne, dass da die ganzen Antinährstoffe abgebaut werden. Und mit so einem Mix kommt man hin, dass man, wie du richtig gesagt hast, das richtige Verhältnis oder dass man alle Aminosäuren auch abdeckt. Weil Pflanzen sind, ne, jetzt drücken wir es mal andersrum aus, sind unterschiedlich schlechter drin in dem Profil. Das heißt, Pflanzen fehlt immer irgendetwas, ob es Lysin ist, ob es Methionin ist. Etwas fehlt in der Pflanze. Aber wenn man verschiedene Pflanzen mixt, kann man das ausgleichen, weil die eine Pflanze ist nicht so schlecht in dem, aber schlechter in dem. Und so kriegt man das dann gut gemixt und das wissen auch einige Veganer. Jetzt kommt aber eine zweite ganz wichtige Sache dazu, wo Veganer aufpassen sollten. Die Angaben, alle Angaben auf pflanzlichen Lebensmitteln zum Eiweiß sind falsch. Punkt. Lernt man wunderbar bei Dr. Peter Ballerstedt, kann man sich angucken, der macht das ausführlich. Wir machen es jetzt kurz. Das ist deswegen falsch, weil die Eiweiß, und das mag man glauben oder nicht, es ist aber so, nur geschätzt sind. Auch im Fleisch, nur geschätzt sind. Nur die Formel ist für Fleisch richtig. Da hat man sie nämlich abgeleitet. Ja, man misst, wie viel Stickstoff ist denn in diesem Stück Fleisch oder Stück Bohne oder Stück Kartoffel drin. Setzt eine Formel an, die nur für Fleisch richtig ist, weil bei Fleisch das Stickstoff auch alles mehr oder weniger in Eiweiß tatsächlich verarbeitet oder gebunden ist. Das ist bei Pflanzen nämlich nicht so, das ist der große Fehler. Und schätzt dann darüber den Anteil an Eiweiß. Und der ist in Pflanzen niedriger. Erstmal niedriger, was draufsteht. Erster ganz wichtiger Punkt, die Angaben sind generell zu hoch. Und die sind von der Bioverfügbarkeit, was du schon angerissen hast, auch falsch, weil Pflanzen Ballaststoffe haben und in den Ballaststoffen Eiweiße verbauen. So, was passiert mit Ballaststoffen? Die essen wir immer gern für unseren Dickdarm. Das ist auch nicht falsch, ja, solange man gesund ist. Ja. Ist das nicht falsch? Aber diese pflanzlichen Ballaststoffe nehmen wir da nicht als Eiweiße auf. Die werden verdaut von Bakterien und da verwertet als Futter für die Bakterien. Ja, das heißt, man ist eigentlich auf der sicheren Seite, und dazu habe ich auch Studien, also das ist nicht so, dass ich mir das ausdenke, sondern das würde ich auch nie wagen als Wirtschaftsinformatiker, ja, sondern das ist alles Studien untermauert, die Studien sind alle im Buch drin, zitiert, beziehungsweise referenziert.
Wenn man sicher rechnen will, nimmt man nur die Hälfte. Wenn man ein bisschen mutiger ist, nimmt man 60% der Angaben, ist ungefähr das Eiweiß, was drin ist. Tut mir leid, das ist Fakt. Ja, und das ist insbesondere kritisch, wenn Leute dann auch noch so ganz knapp den Angaben von der DGE dahergehen und sagen, oh, ich brauche ja nur 50 Gramm, ne, 55 Gramm Eiweiß und dann falsch rechnen mit zum Beispiel Dinkelbrot hat 9 Gramm Eiweiß. Nein, wir wissen, bei Gluten wissen wir, dass die Hälfte im Dickdarm ankommt, weil Gluten so ein schwer aufzubrechendes, selbst bei gesunden Menschen, schwer aufzubrechendes Eiweiß ist. Insbesondere, wenn das Brot auch nicht richtig hergestellt wird. Also man geht ja von einem Rabbit Hole immer ins andere Rabbit Hole. Das heißt, wenn man gutes Sauerteigbrot hat, hat man sehr wahrscheinlich eine bessere Aufnahme des Eiweißes, als wenn es ein Hefebrot ist. Ja, weil der Sauerteig, wenn er schön lange stand, die Eiweiße schon vorverdaut hat. Das ist ja eine Vorverdauung. Ja, und das ist die traditionelle Art und Weise auch, wie wir herstellen. Aber es ist ein ganz anderes, auch nochmal ein spannendes Thema. Das heißt, Also, bei, genau. da denken sich viele jetzt, Moment mal, Gluten, natürlich ist es vielen erstmal gar nicht bewusst, dass das ja eigentlich ein Protein ist, ne? Und dass es eigentlich dann zu dem Makronährstoff gehört, der lebensnotwendig ist, und das aber auf der anderen Seite hochentzündlich ist, ne? Und da geht es natürlich dann auch bei vielen anderen Pflanzenstoffen, Lektinen, du hast es vorhin ins Feld geschmissen, geht es dann genauso. Und die Sicht kannte ich auch noch nicht, dass das Ganze letztlich dann in Form von Ballaststoffen möglicherweise gebunden ist, so wie du sagst, und dadurch dann eben gar nicht so bioverfügbar. Finde ich eine ganz spannende Denkweise, die man da eben auch beachten muss als Vegetarier, Veganer. Und du hast ja eingangs gesagt, auf die Frage hin, wenn man Vegetarier ist, wenn man Veganer ist, dann ist das machbar. Aber so wie sich das jetzt anhört, ist das zwar theoretisch machbar, aber erstmal diese Komplementärernährung, dass ich auf meine Aminosäuren komme, ist das schon mal erstmal eine große Herausforderung. Und dann müsste ich ja eigentlich doppelt so viel essen, wenn du sagst, so viel kommt ja gar nicht an, weil das in Form von Ballaststoffen dann quasi gar nicht aufgenommen wird. Jetzt ergibt sich natürlich auch daraus die Frage, wie viel Proteine brauchen wir denn überhaupt? Da gibt es eine Fülle an Daten, an Studienergebnissen, da gibt es, glaube ich, angefangen. Also unter 0,7 kenne ich jetzt nichts, aber so ab 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht über 1,2, 1,5, 2, sogar 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also da gibt es unterschiedliche Daten zu. Ich glaube, die Fülle der Daten, die ist irgendwo so mittendrin. 0,7 bis 1,2 oder 1,5 ist so die allgemeine Empfehlung für Nichtsportler. 0,7 für Menschen, die sich bewegen, Athleten, Sportler, eher 1,2 oder sogar 1,5. Du gehst in deinem Buch aber einen anderen Weg. Du sagst, es ist erstmal unabhängig vom Körpergewicht und du sagst, es gibt eine allgemeine Empfehlung. Hast du auch eine gute Begründung dafür? Erklär uns vielleicht mal deine Ansicht auf den Eiweißbedarf. Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zu Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. Ja, gern. Der Eiweißbedarf kommt von den, prinzipiell baut auf der Arbeit von Simpson und Raubenheimer auf. Zwei Biologen, die herausgefunden haben, dass wir Menschen, wie alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten auch, auf ein Eiweißziel hin essen. Ja, und zwar unbewusst. Und das ist auch vollkommen logisch, weil wie ich am Anfang gesagt habe, diese Lego-Bausteine, diese Aminosäuren können wir nicht herstellen. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate essen, können wir daraus keine Aminosäuren machen. Und wenn wir Fett essen, können wir daraus auch keine Aminosäuren machen. Das mag jetzt für Biochemiker vollkommen lächerlich klingen, aber ich wusste das. Ich habe das in der Schule nicht gelernt, sagen wir es mal so vorsichtig. Ich habe immer gedacht, man muss so grob auf die Energie achten und der Körper macht das schon irgendwie. Nein, tut er nicht. Er kann keine Aminosäuren aus Fett oder Kohlenhydrate oder Alkohol herstellen. Kann er nicht. Ja, das ist so, wie er verschiedene Fette auch nicht umwandeln kann. Aber das ist ein anderer Podcast, ein anderes Thema. Thema Fette. Auch sehr spannend. So,
Raubenheimer und Simpson haben herausgefunden, ich kürze das mal ein bisschen ab, sonst erzähle ich da auch wieder gleich 20 Minuten zu. Raubenheimer und Simpson haben herausgefunden, dass wir ungefähr 20-25% des Energiebedarfs, und da landen wir beim Durchschnittsmenschen ungefähr bei 100-120 Gramm Eiweiß am Tag zu uns nehmen müssen, weil das ist der Effekt, dass wir satt sind über den Tag gesehen, weil wir dahin essen. Und die haben das auch an Studien mit Menschen auch bewiesen, wenn man weniger Eiweiß in das Essen reinmacht. Die haben sehr, sehr ähnliche Essen gemacht, haben aber die haben das Eiweiß variiert und haben festgestellt, dass die, wo sie sich dran bedient haben, wo am wenigsten Eiweiß drin war, wie gesagt, sah erstmal eigentlich ziemlich identisch aus, das Essen, mehr gegessen haben, nämlich 300-400 Kilokalorien mehr. Und das ist etwas, was die Lebensmittelindustrie natürlich auch weiß. Das ist ein Punkt, sie wissen das. Und wenn man viel verkaufen will, was macht man? Wenig Eiweiß rein, damit die Leute viel von diesem Fertigessen, von diesem Produkt kaufen. Wollen wir nicht sagen, dass alle Fertigessen schlecht sind? Doch, ich sage, alle Fertigessen sind schlecht. Man kocht besser selbst. So. Und dann weiß man auch genau, was drin ist. Das ist ein zweiter sehr wichtiger Faktor. Das heißt, wir essen auf dieses Eiweißziel hin, und wie gesagt, aus der Sicht, dass wir täglich einen Bedarf haben an Eiweiß, ganz kurz dazu, wir bauen täglich 300 Gramm Eiweiß um. Da gibt es einen Recyclingmechanismus, dass wir den größten Teil an Eiweiß wiederverwerten. Wir bauen also 300 Gramm Eiweiß, unser Körper baut 300 Gramm Eiweiß ab und wieder auf, jeden Tag. Und davon braucht er ungefähr 40 Gramm, wenn er jung ist, 40 Gramm frisches Eiweiß. Das ist schon mal ein Bedarf. Ja, also für diesen Umbaumechanismus genau. Braucht er zusätzlich nochmal 40 Gramm. Braucht er frisches Eiweiß. Ja, das sind etwas mehr als 10%. Nicht als Energieträger, weil als Energieträger würde man ja jetzt denken, okay, eher Glucose oder auch Fett. Sondern nicht als Energieträger, sondern Nicht als Energieträger. Das ist Struktur, ne? Unsere Strukturmaterial. Wir sind ja alle 7 Jahre ein komplett neuer Mensch. Das merkt man nicht wirklich, weil wir doch leider älter werden. Aber wir sind alle 7 Jahre komplett neu. Auch unsere Knochen werden komplett ausgetauscht. Ne? Knochen sind ja auch Eiweiß. Nicht primär, aber 30-40% ist Eiweiß im Knochen. Ne? Es ist nicht nur Calcium und Magnesium und ein bisschen Molybdän. Nein, da ist auch Eiweiß mit im Spiel. Aber halt ganz stark halt Muskeln, Immunsystem und so weiter. Das ist natürlich pures Eiweiß. Und die Strukturmaterialien im Körper werden alle 7 Jahre, sind die komplett getauscht. Hat er da komplett alles abgebaut und neu aufgebaut. Und dafür braucht er, wie gesagt, täglich so 40 Gramm Eiweiß. Und ich habe da eine Studie, das ist ja, basiert ja alles auf der Arbeit, muss man auch mal einmal kurz sagen, von Professor Donald Lehman, seines Zeichens Biochemiker, hat sein Leben lang an dem Eiweißstoffwechsel geforscht. Über den bin ich ja gestolpert Anfang des Jahres 2023 und habe das alles gelernt, dann über viele Interviews, und dachte mir, wow, da sind so viele Sachen dabei, was ich nicht wusste. Obwohl ich dachte, ich wüsste eine Menge, was ich noch nicht wusste, und dafür muss ein eigenes Buch zu schreiben. Ne? Das ist so klar, meiner Meinung nach, so klar in keinem Buch bisher beschrieben worden. Das ist super interessant, Robert. Gibt's ja, aber es gibt ja oft so, wenn man sagt, okay, Studien findet man eigentlich in alle Richtungen, wenn man irgendwas erforschen möchte, dann findet man was zu. Und da muss man eigentlich immer schauen, wurden die Studienergebnisse auch irgendwann mal bestätigt von einem anderen Forscher, von einer anderen Universität, gibt es da vielleicht eine Metastudie zu. Also das ist, du hast sicherlich, so wie ich dich kenne, hast dich da super tief reingefuchst. Ist das irgendwo auf einer anderen Seite auch wieder mal aufgetaucht? Na gut, Donald Lehman ist einer, der er hat 133 Studien in seinem Leben gemacht, die alle in peer-reviewed Journals veröffentlicht wurden. Das ist jetzt keiner, der mal irgendwo irgendwas sagt, sondern er war auch einer der am meist zitiertesten Wissenschaftler. Also seine Arbeiten sind extrem fundiert und auch verifiziert. Er selbst ist auch einer, der sagt, ich gucke meine Studie erst gar nicht an, wenn sie nicht ein zweites Mal irgendwo überhaupt, also wie du gerade gesagt hast. Das ist aber tatsächlich genau ein Satz von ihm. Ich finde es auch interessant, wenn man schon mal, gerade jetzt so bei zum Beispiel der Carnivore-Bewegung, ja, da gibt es jetzt die ersten Studien. Ja, die sind natürlich noch nicht, das geht auch gar nicht, dass die alle gleich verifiziert sind, aber ich finde die trotzdem interessant anzugucken, weil da Wahnsinnsergebnisse drin sind, ne, für chronisch Kranke. Da ist das ein ganz interessantes Thema.
Reine, also alles an pflanzlichem Material weglassen, weil die Darmkrankheit, weil die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, fast egal was es ist an chronischer Erkrankung, darmkrank sind. Und mit einer Carnivore-Ernährung kriegt man das sofort in den Griff. Auch wieder so ein Hint, ein Wink mit dem Zaunfall, was die richtige Ernährung für uns Menschen wohl ist. Ja, wenn das der hast Fall du ist. Selber schon mal, hast du selber schon mal ausprobiert, Carnivore zu leben, vollständig? Nee. Gar nicht so einfach, ne? Also ich esse tatsächlich morgens, mittags, abends. Ja, ich esse tatsächlich sehr gern. Und ich habe ein paar Sachen, also wir essen sehr karnivorisch, sagen wir es mal so. Ne? Also wir essen sehr, sehr fleischlastig. Und sehr, sehr viel Tier, überhaupt Tierprodukte. Ich esse sehr wenig an pflanzlichen Sachen. Aber zum Beispiel mal ein bisschen Tomatenmark oder ne, eine Zwiebel, Knoblauch und so weiter, das gehört für mich an, ne, ein bisschen Schuss Rotwein ans Essen und ne, Bœuf Bourguignon machen, also das gehört, das ist für mich Lebensqualität und das müsste ich alles, oder der Kaffee morgens, also, einige Carnivore trinken ja noch Kaffee, aber gehört eigentlich nicht mehr dazu, weil ist Kaffee tierisch? Nein, ist es nicht. Von daher, es ist trotzdem, wie gesagt, ich bin aber auch nicht wirklich chronisch krank, ja. Ich habe kein Rheuma, ich habe keinen Krebs, ich habe kein Diabetes oder eine schwere Darmentzündung, Morbus Crohn oder eine ähnliche Konsorten, Zöliakie. Habe ich alles nicht. Aber da kann man als Tipp geben, die Remission ist fast 50%, also sprich, man wird die Krankheit komplett los und muss keine Medikamente nehmen. Liegt ungefähr bei 50%. Und was super spannend ist, das Ganze auch für psychische Erkrankungen. Da habe ich auch eine Strunz-News zugeschrieben, für psychische Erkrankungen gibt's eine Wahnsinnsstudie, die haben eine ketogene Diät genommen, da ist natürlich noch ein bisschen Pflanzenmaterial drin und die haben die Remission von austherapierten, also sprich nach 20 Jahren ärztlicher Behandlung konnten sie nichts mehr machen bei Schizophrenie und bipolarer Störung, sind 42% komplett gesundet. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist Wahnsinn durch eine Keto. Und ich hätte gesagt, sie hätten wahrscheinlich 60-70% Remission, wenn sie eine Carnivore-Ernährung genommen hätten, weil man aus der ganzheitlichen Ecke kommt, weiß, der Darm leidet bei diesen Menschen unheimlich und durch eine Carnivore-Ernährung kann der Darm ausheilen. Man darf dann, ich kenne auch viele persönlich tatsächlich, oder einige, nicht viele, aber einige persönlich, die seit 12 Jahren rein Carnivore essen, weil sie, die hatte, glaube ich, bipolare Störung. 12 Jahre. Ja, ne, und die kann nicht wieder zurück. Sie merkt das, sie meint, sie würde gerne das eine oder andere Pflanzliche auch mal essen, aber sie merkt, dass sofort ihre psychischen Probleme wiederkommen. Wow. Wenn sie auch nur ein bisschen Kohl oder sonst was einfügt. Und deswegen ist sie rein Carnivore, weil sie braucht keine Medikamente und hat keine psychischen Probleme. Ne, und das sind Menschen. Verrückt. Das sind Menschen, die den Professor, den Chris, ich glaube, heißt Palmer, ein Harvard-Professor, den unter Tränen anflehen, eine Elektroschocktherapie mit ihnen zu machen, ja, weil sie einfach nicht mehr weit, also so verzweifelte Menschen waren das. 42% Remission und 2/3 haben auf jeden Fall Besserungen gehabt. Ja. Mhm. Und das ist eine Wahnsinnsstudie und das zeigt halt, wie viele schon seit 20 Jahren schreiben, der wahre Ursprung liegt im Darm. Ja, und das heißt nicht, dass Pflanzen prinzipiell schlecht sind, aber wir Menschen sind ja auch, Entschuldigung, beliebig bescheuert. Ich habe dazu auch ein paar News geschrieben. Wir bereiten die Pflanzen auch alle falsch zu. Die wollen zubereitet werden. Ne? Mhm. Und da muss man sich angucken, wie haben die indigenen Völker denn die Pflanzen verarbeitet? Oh, guck mal, ganz anders. Ne? Da gibt's nämlich sowas wie Sauerteig. Macht heute kaum noch ein Bäcker. Warum? Weil es Zeit kostet, den Teig da 48 Stunden ziehen zu lassen, gehen zu lassen. Und das jeden Tag. Das kostet einfach Zeit. So viel praktischer, wenn ich hier 27 Enzyme, keine Ahnung, was die irgendwie, oder 27 reicht gar nicht, 150 Enzyme in den Teig reinkippe und kann das aber in einer Stunde verarbeiten. Ist doch toll. Ja? Aus Sicht der Bäckerei ist nicht toll. Wir Menschen können das nicht ab. Ja? Den Sauerteig, den können wir ab. Aber nicht dieses Zeug, was ihr Brot nennt, das können wir nicht ab. Das ist so ein Ding. Und das gibt's für Mais genauso. Mais muss auch ganz speziell zubereitet werden. Ja? Und dann ist die Verträglichkeit plötzlich auch da. Und dann ist auch, kann man die B-Vitamine vom Mais plötzlich aufnehmen und so weiter und so weiter. Und da sieht man, wir machen auch konsequent alles falsch als Gesellschaft, ja? Weil wir nicht darauf achten, wie das eigentlich verarbeitet wurde. Das hat natürlich die Industrie auch einen ganz, ganz großen Stellenwert, weil es muss natürlich günstig sein in der Herstellung und vielleicht sogar, wer dahinter blickt, muss es natürlich auch irgendwelche Symptome hervorrufen, ob das Hunger ist, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir leere Nährstoffe bekommen oder leere Lebensmittel. Ich bin jetzt nicht chronisch krank, aber ich freue mich immer natürlich, irgendwie solche Sachen mal auszuprobieren und ich
denke öfter schon, oder ich habe öfter schon mal dran gedacht, auch eine Carnivore-Diät auszuprobieren. Aber ich glaube, von all den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, glaube ich, ist die Carnivore-Diät mit die anspruchsvollste überhaupt im Vergleich zu einfach nur einer Darmsanierung, einer Eliminierungsdiät, ketogene Ernährung, vegetarisch, ja. Vegan ist schon, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, der Podcast heute, der bekräftigt mich. Und ich glaube, ich will es mal ausprobieren. Und ich werde natürlich auch die Zuschauer auf dem Laufenden halten. By the way, wenn du gerade zuschaust und du findest die Infos, die wir hier wöchentlich rausknallen auf Epigenetik TV, cool und bist davon überzeugt und vor allem auch von den heutigen Inhalten, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du erstmal den Kanal abonnierst, uns ein Like hinterlässt, vielleicht sogar kommentierst, sodass wir den YouTube-Algorithmus befeuern können. Ja, Robert, zurück zum Protein. Ja. Und du hast jetzt, sind wir ein bisschen abgeschweift, was schön war. Wir sind stehen geblieben, erstmal so, was den Bedarf angeht von Proteinen. Und wir haben, du hast schön gesagt, der Körper baut erstmal oder recycelt erstmal 300 Gramm Protein pro Tag. Dazu braucht er 40 Gramm. Jetzt stellt man sich die Frage, warum braucht er denn mehr? Du hast vorhin von 100 Gramm oder 120 Gramm gesprochen. Wenn er aber 300 sowieso selbst umbaut, dann habe ich die schon mal zur Verfügung. Gebe ihm trotzdem noch die 40 Gramm, die er auch dafür braucht. Warum brauche ich jetzt noch mehr? Ja, wie gesagt, die 40, die fallen weg in diese tägliche Erneuerung. Ne? Dass die Muskeln, die wir heute haben, auch morgen noch da sind. Ne? Die sind natürlich nicht auf einen Schlag weg. So arbeitet der Körper ja auch nicht. Ja, da wird man es auch relativ schnell, hätte man eine schnellere Feedback-Loop. Sondern Leute schwinden und vor allen Dingen alte Leute sieht man, dass die über die Jahre dahin schwinden, weil sie zu wenig Eiweiß essen und weil diese 40 Gramm, die ich gerade genannt habe, nur für einen jungen Menschen gelten. Das geht hoch auf ca. 60 Gramm. Das heißt, über 60-Jährige sollten mindestens 60 Gramm bioverfügbares Eiweiß täglich essen, nur um den Status quo zu erhalten. Hier geht es nur um Status quo zu erhalten. Wir brauchen jetzt noch mehr Eiweiß, weil das Immunsystem braucht Eiweiß. Die Leber braucht die ganze Zeit über Eiweiß. Die ist ja den ganzen Tag am Entgiften, in der Nacht speziell sehr stark am Entgiften. Und das passiert alles über Eiweiße. Ja? Ein bisschen Pflanzenstoffe vielleicht können hier und da auch mal helfen. Aber primär arbeitet unser System hier über Taurin, Carnitin, Glutathion und so weiter als Entgiftungswerkzeuge. Und das ist alles Eiweiß. Ja? Unsere Hormone sind Eiweiß, die hergestellt werden. Unsere Antikörper sind Eiweiß, die hergestellt werden. Das gesamte Immunsystem ist Eiweiß. Ja? Und dann auch, jetzt will man aufbauen, jetzt will man vielleicht Muskeln aufbauen. Dafür braucht man dann noch eine Schippe mehr Eiweiß. Deswegen hat man gesagt, Sportler brauchen mehr als diese 100, 120 Gramm, die ich so als Basiswert empfehle für den normalen Büromenschen, der auch keinen großen Sport macht. Das ist ein guter erster Richtwert und der ist ja schon viel, viel höher als das, was DGE oder RDA in Amerika, was die empfehlen. Das hat auch seinen Grund, das begründe ich ja auch im Buch, dass das sinnvoll ist. Weil es auch immer darum geht, da kann man einen Satz zu sagen, die RDA hat damals ermittelt, dass das das absolute Minimum ist. Das absolute Minimum, wo wir als Menschen keinen Nettoverlust von Stickstoff haben. Ja? Aber ne, das ist genauso wie die 60 oder 50 Milligramm Vitamin C, was das absolute Minimum ist, damit einem die Zähne nicht ausfallen. Will ich da leben oder möchte ich fit durchs Leben gehen? Das ist immer die Frage, kann jeder für sich selber beantworten. Okay, wenn ich natürlich gerade so lang kratzen will an der Existenz, dann mache ich das. Kann man ja auch gut vergleichen mit Mikronährstoffen, wenn man sich klassisch den Vitamin-D-Wert anschaut. Da ist je nach Labor, ist man da schon mit 30 noch im Referenzbereich. Das heißt, will ich da gerade noch drin sein oder will ich eben einen guten Status haben und vielleicht sogar 80 haben oder sogar noch mehr? Genau. Ähnlich siehst du das quasi zum Eiweiß. Lass uns mal, wir hatten eingangs im Vorgespräch über Hormonsystem uns so ein bisschen ausgetauscht, da ging es aber über eine ganz andere Richtung, da ging es um Cortisol, da ging es um viele andere Sachen. Insulin, wenn es um Essen geht, geht es natürlich viel immer um Insulin, in erster Linie natürlich, wenn es um die Zuckeraufnahme geht und dann die Insulinresistenz oder auch Diabetiker, die haben natürlich massiv zu kämpfen, vor allem was Glucose eben angeht. Aber, und das zeigen eigentlich auch viele Studien, auch
ist es so, dass natürlich auch Proteine den Insulinspiegel steigen lassen können. Du gehst aber in deinem Buch auch da wieder einen anderen Weg und du sagst eigentlich über einen hohen Proteinkonsum, also High Protein Diet, HPD, kann man den eigentlich wunderbar in den Griff bekommen. Oder den, also Diabetes 2 oder vielleicht Insulinresistenz, vielleicht gar nicht so weit zu gehen, dass es Diabetes 2 ist, aber bleiben wir mal vielleicht bei der Insulinresistenz. Du sagst, auch dafür ist eigentlich eine High Protein Diet sehr positiv. Nicht nur sehr positiv, sondern Remissionsrate von 75%, auf der Carnivore Diet. Punkt. Period. Harvard-Studie veröffentlicht. Dieses Jahr oder letztes Jahr kann man bei mir, ist glaube ich auch im Buch drin, ist auch im Buch drin referenziert. End of discussion. Ja, also das ist, ne, drei Viertel haben ihren Diabetes Typ 2 in Remission geschickt, brauchten keine Medikamente mehr nehmen. Das liegt daran, Diabetes Typ 2 ist... So einfach ist es, glaube ich, nicht jetzt einfach zu sagen, dass da gibt es jetzt eine Studie und die haben sich Carnivore ernährt und Punkt, das hat sich verbessert. Weil dann gibt es natürlich andere Studien, die zeigen, hey, Proteinkonsum wirkt sich auch negativ aus aufs Insulin oder stimuliert Insulin. Gehen wir auf die Feinheit. Gehen wir auf die Feinheit, weil dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Protein haben die konsumiert, wenn die natürlich insgesamt eine Carnivore Diet gefahren haben, aber die haben insgesamt natürlich wenig gegessen. Die Frage war jetzt eher so in Richtung High Protein Diet, so wie 100 oder 120. Nimm ruhig 350 Gramm Eiweiß am Tag. Das ist das, was die Carnivoren zum Teil essen. Wer sich da angucken will, wie so jemand aussieht, guckt sich Sean Baker an. Ja, Sean Baker hat ungefähr 40 Kilo, glaube ich, abgenommen von seiner, der ist auch ein 2-Meter-Bär. Chirurg, orthopädischer Chirurg gewesen, war stark übergewichtig, kränkelig in seinen Anfang 40ern, hat dann erst Keto ausprobiert, ist dann auf Carnivore gewechselt, ist heute der absolute Schrank, hat gerade den mit 55 oder 56 Jahren, was er ist, den Weltrekord im Rudern wieder eingestellt. Seiner Altersklasse? Weiß ich gar nicht. Ich wäre da vorsichtig, ob es seine Altersklasse war. Tatsächlich. Und weil er war auch, glaube ich, ein ambitionierter Ruder. Er hat aber auch Rugby gespielt. Er war Profi-Rugby-Player. Hat er sein Medizinstudium, glaube ich, fast 10 Jahre verruhen lassen. Er hat unfassbare Gewichte auf dem Rücken, wo er mit trainiert, wo ich Geräte oder einen Gabelstapler benutzen würde, um die zu heben. Also es ist unglaublich, was sowas bewirken kann. Der scheint optimal auch ausgelegt zu sein auf die Carnivore-Ernährung, muss man sagen. Das gilt vielleicht nicht für jeden, aber er ist ein sehr positives Beispiel und auch ein sehr starker Befürworter der Ernährungsform. Es gibt ja nicht nur die Studie, es gibt in meinen Büchern habe ich auch das ist eine ketogene Diät, die hat eine Remissionsrate von über 60% nach einem Jahr. Also, und der Faktor ist ganz einfach, natürlich, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, normalisiert sich sehr, sehr schnell der Insulinspiegel. Das ist ja der springende Punkt. Das Insulin ist das Wichtige im Menschen, das muss unter 5 Milli internationale Einheiten nüchtern morgens gemessen liegen. Ja, zwischen 3 und 5 ist ein gesunder Wert. Ne? Also wer Keto, richtig streng Keto ist, der kann sogar bis 1 runterkommen. Da trennen sich auch wieder die Geister, ob das jetzt so super gesund ist, wenn er so niedrig ist, aber lass mal einfach mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall nicht so gefährlich wie ein hoher Wert. Das wissen wir. Alles über 9 ist sehr gefährlich, weil dann alles Mögliche im Körper außer Rand und Band kommt. Das beschreibe ich ja im Fastenkompass. Ne? Das ist nicht nur so, dass man jetzt sagt, die Zellen reagieren nicht mehr so gut, sondern es passieren ganz viele ganz schlimme Dinge im Körper. Ne? Dass der Körper zum Beispiel die Gelenkknorpelgeschichten abbaut, dass die Aromatasen hochgehen und die Frau unheimlich hohe Testosteronwerte plötzlich bekommt. Und beim Mann passiert genau das Umgedrehte. Das Testosteron wird aromatisiert zu Östrogen. Ja? Das sind Man-Boobs. Genau, das sind die Man-Boobs. Die kommen auch vom Bier ein bisschen, ist auch Östrogen drin. Und das sind alles so Sachen, die dann letzten Endes da reinspielen. Hoher Blutdruck und so weiter, Fettleber, die Leber reagiert auch nicht mehr richtig, macht Blödsinn, kann nicht mehr so gut entgiften. Das sind alles Sachen, die kommen alle durch den hohen Insulinspiegel und deswegen hat Insulin auch so ein hohes Risiko von 600% höhere Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt.
Also hier reden wir jetzt auch mal über Risiken. Ja, das sind wirklich Risiken. Diabetes Typ 2 hat dann 1060% höheres Risiko für Herzinfarkt, weil halt dann nicht nur das Insulin zu hoch ist, sondern jetzt auch noch der Blutzucker ständig außer Rand und Band ist, wenn es nicht vernünftig eingestellt ist. Und was ist denn einfacher? Ne? Einfach zu verstehen, du verträgst keine Kohlenhydrate mehr. Dein Körper möchte keine Kohlenhydrate mehr. Also lass sie weg. Das ist eigentlich vollkommen logisch. Das macht machte keiner bis vor kurzem. Es ist ja in meisten Fällen das Verhalten. Ne? Den Menschen mit Typ-2-Diabetes, die wissen, der Zucker wird sie irgendwann töten oder ein Bein kosten. Und es könnte so einfach sein, den Zucker von heute auf morgen wegzulassen, aber es ist eben einfach aus einem Verhaltensgrund nicht so einfach. Und deswegen steht auf der einen Seite der Tod, auf der anderen Seite steht eigentlich Zucker weglassen. Und es ist so schwer, dass eben häufig eben die eine Seite eintritt. Ja. Wir sprechen ja viel über Studien und Studien gibt es, wir haben schon gesagt, in beide Richtungen. Ich finde immer ganz wichtig, auch eben die Praxis zu beobachten. Vielleicht nicht nur bei sich selber. Ich bin ja als Coach unterwegs, früher mehr als heute. Aber da hatte ich meine Kunden, die haben die meisten einen Proteinmangel gehabt und hatten Übergewicht. Was habe ich dann gemacht? Ich habe den Proteinanteil hochgeschraubt und dann haben die abgenommen. Ja. Und ich habe gesagt, du isst zu wenig, um abzunehmen. Das ist natürlich paradox. Ohne quasi erstmal was wegzunehmen, habe ich was hinzugefügt. Klar, natürlich, wenn ich dann ein bisschen mehr hinzufüge, dann lässt man wahrscheinlich automatisch auch ein bisschen mehr Glucose weg oder Zucker oder eben die zuckerhaltigen Lebensmittel. Und dann haben die Menschen abgenommen. Ja, das ist schon verrückt. Und auch im eigenen Leibe kann ich das bestätigen. Ich habe früher viel, viel mehr Fleisch gegessen und war dann zwischendurch auch mal mehr vegetarisch unterwegs, beziehungsweise habe dann vor allem nur Fleisch gegessen, was biologisch ist und das ist gar nicht so häufig verfügbar. Und habe aber über einen längeren Zeitraum einfach gemerkt, oh, das tut mir nicht gut, beziehungsweise ich komme auch mit meiner Supplementierung gar nicht nach, um auch auf den Eiweißgehalt zu kommen. Jetzt haben wir eigentlich eine gute Erklärung dafür, weil du eben sagst, die pflanzlichen sind erstmal gar nicht so gut bioverfügbar und so viele Aminosäuren oder Protein kann ich gar nicht trinken oder zu mir nehmen. Deswegen auch für mich jetzt persönlich eine High-Protein-Diet fühlt sich für mich deutlich besser an. Ich habe deutlich mehr Energie. Und eben, um es unter den Strich zu bringen, finde ich es ganz, ganz wichtig auch noch, dass man sich das eben immer auch anschaut und ausprobiert selber und auch mit Kunden ausprobiert, um dann die Ergebnisse selber zu sehen. Häufig sind die Studien dann so gemacht, dass man zwar nachweisen kann, vielleicht sogar einfach nur in vitro, ja, Protein steigert die Insulinproduktion. Das ist natürlich die Frage, in wie viel. Es geht auch gar nicht darum, dass es überhaupt nicht aktiviert oder dass es zu 100% aktiviert, sondern es ist natürlich die Frage, wie hoch. Und der Vergleich zu Glucose ist wahrscheinlich da überhaupt nicht gegeben und deswegen funktionieren eben auch die High-Protein-Diets. Es ist tatsächlich ein ganz kleinen Ticken anders. Noch als Ergänzung, wenn man sich den Insulineffekt von Eiweiß anguckt, dann muss man zwei Menschengruppen unterscheiden. Bei denen, wo der Insulinspiegel korrekt ist, ja, sprich die Low-Carb-Community, also die wenig Kohlenhydrate essen, wo man halt dann sehr schnell hinkommt, wenn man Carnivore isst, weil da isst man keine Kohlenhydrate mehr. Ja, und die es gewohnt sind, 60-70% der täglichen Energiemenge über Kohlenhydrate, also sprich 300-400 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen, was der Durchschnitts deutsche Amerikaner ist. Das ist ein Riesenunterschied. Das hat Ben Bickman in der Studie untersucht. Und der Insulinausstoß bei dem Menschen, der sehr viel Kohlenhydrate isst, bei Eiweiß ist sehr hoch. Ne, deswegen ist das richtig. Man kann aber auch sagen, der Insulinausstoß beim Menschen, der sich richtig ernährt, nämlich Low Carb, ist nahezu null. Ja? Ganz kleiner Bump. Geht auch gar nicht anders. Weil was passiert, wenn Insulin hochgeht? Richtig, die Glucose verschwindet in den Muskeln. So, die Glucose, die in uns drin ist, die will eigentlich immer sehr konstant sein. Die will ungefähr immer so bei 80, 90 Milligramm im Blut pro Deziliter sein. Die versorgt unter anderem das Gehirn. Das Gehirn möchte gerne Glucose haben. Die Nierengewebe möchte gerne Glucose haben. Es gibt diverse Abnehmer dafür, die roten Blutkörperchen. Wobei, da wird es relativ stark recycelt durch die Leber wieder. Die wollen Glucose haben. Und normal der Körper achtet, die Leber in dem Fall, achtet sehr genau darauf, dass der Blutzuckerspiegel sehr konstant wird.
Wenn der hochgeht, kommt Insulin. So, wenn man jetzt Eiweiß essen würde, in einem Low-Carb-Mensch, bei mir ist der, ne, weites Teile des Tages ist mein Blutzuckerspiegel bei 80, 90 Milligramm. So, ja. Wenn ich jetzt ein Steak essen würde und jetzt würde der Insulinspiegel hochgehen, was würde passieren? Ja, mein Blutzucker verschwindet in den Muskeln, die sagen, oh toll, da ist Zucker, ich soll Zucker einladen, was sie normalerweise dann halt nicht machen, wenn kein Insulin im Blut oder nicht, die Insulinspiegel nicht so hoch ist. Und man würde umfallen und ohnmächtig werden. Bonk. Ist das, was passiert, wenn Leute Fleisch essen, die sich lokal ernähren? Nein. Das heißt, das hat man erst über Hunde festgestellt, dass bei denen, wenn die Hunde gesund ernährt wurden, der Blutzucker halt nicht absinken kann, nicht absinkt und der Insulinspiegel nicht steigen kann, weil sonst würde der Blutzuckerspiegel dramatisch fallen. Und weil der ist halt normal. Bei einem, der halt einen Blutzuckerspiegel 170, 180 hat beim Essen, weil er eine Portion Nudeln, Cola dazu, zack, 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 und sowieso den ganzen Tag diese Auf und Ab hat, da kann Insulin oder da steigt dann Insulin auch, ja? Wenn er Eiweiß isst. Das heißt, wir haben beim gleichen Essen ein vollkommen unterschiedliches Verhalten, habe ich auch im Buch drin beschrieben, bei Menschen, der sich High Carb ernährt oder Mensch, der sich Low Carb ernährt. Und das ist sehr spannend. Und das ist aber auch biochemisch komplett logisch, warum das passiert. Auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Und nichtsdestotrotz denke ich mal, für Leute, die Diabetes Typ 2 haben, ist die Carnivore-Ernährung total interessant, weil sie halt total restriktiv ist. Ja, da kannst du nicht sagen, komm, naja, so ein Brötchen oder so. Das habe ich auch von einigen Lesern, die mir schreiben, deine Empfehlung mit dem Sauerteigbrot ist ganz gut, aber wenn ich Sauerteigbrot esse, esse ich zu viel. Ich kenne das Problem, ja, man muss sich da ein bisschen disziplinieren. Das ist richtig. Und trotzdem, und bei der Carnivore-Ernährung ist es halt erst gar nicht erlaubt, ja, bei Carnivore-Ernährung esse ich kein einziges Gramm Brot mehr. Es gibt gar kein Brot zu Hause. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum die Carnivore-Ernährung mit 75 oder 74% Remission bei Diabetes Typ 2 sogar die Keto-Studie von der Sarah Halberg geschlagen hat, mit 60,1% Remission nach einem Jahr. Ja, weil sie halt, es ist immer diese, wie sagen die Engländer, slippery slope, dass du sehr, sehr schnell, wenn du so ein bisschen was erlaubst, auch gleich die Leute dann halt, jetzt kann ich wieder Brot essen und dann halt zu viel essen, ne? oder selber bei Kartoffeln dann. Und das wird halt erstmal komplett ausgeschlossen. Was übrigens nicht heißt, dass man das ein Leben lang machen muss, sondern es ist vielleicht, wenn man Diabetes Typ 2, das muss man sowieso, wenn man Diabetes Typ 2 hat, mit dem Arzt zusammen machen, weil man muss die Medikamente innerhalb kürzester Zeit alle runter verschreiben. Ja, das sollte man auch mit dem Arzt durchbesprechen, aber man kann das machen, mit dem Arzt zusammen. Ich hoffe, dass ein Arzt das überhaupt kann, dass er, wie? Weniger? Sie kommen immer und ich gebe ihnen immer mehr. Ich hoffe, dass es zumindest, ansonsten muss man sich einen Arzt aussuchen, der Low Carb halt kennt und damit vielleicht auch arbeitet. Da gibt es auch in Deutschland mittlerweile einige, die das können. So dass man, in aller Regel ist es so, dass man, wenn man noch nicht allzu lang Diabetes Typ 2 hatte, dass man innerhalb von 6 Wochen bis 12 Wochen komplett medikamentfrei ist. Ja, komplett. Wenn man natürlich schon 20 Jahre Diabetes Typ 2 hat, wird es ein bisschen schwieriger, aber selbst da ist die Remissionsrate halt bei 60% in der Sarah Halberg-Studie, weil nämlich genau solche Diabetiker mit dabei, die zum Teil über 20 Jahre Diabetes Typ 2 schon hatten. Ja, und deswegen war das auch ein Grund, warum es vielleicht nur 60, aber 60, ne, es gibt eigentlich keine Remission. Ja, das gibt es in der Schulmedizin oder gab es bis vor kurzem gar nicht als Ausdruck, ja, dass man den Diabetes Typ 2 einfach durch Ernährung komplett zur Seite schiebt. Komplett zur Seite schiebt. Ja? Robert, jetzt würde ich gern noch auf ein Thema eingehen, mit dem ich mich auch sehr befasse, vor allem aus dem Hintergrund der Langlebigkeit. Das ist auch ein Thema, was ich meinen Langlebigkeitscoaches immer unterrichte, und zwar der mTOR-Pfad. Es gibt ja unterschiedliche Langlebigkeitspfade, Langlebigkeitsgene, die Sirtuine, AMPK sind Langlebigkeitspfade, und dann gibt es quasi auch einen Anti-Langlebigkeitspfad, den mTOR-Pfad. Und das ist ein Pfad, der natürlich aktuell, zumindest in der Forschung in den USA, da ist ja Longevity gerade Hot Topic, bei uns schwappt das gerade erst so ein bisschen rüber, wo sich ja viele unterschiedliche Forscher vor allem mit mTOR befassen. Dann gibt es natürlich auch Medikamente oder auch Pflanzenstoffe mit dem Ziel, mTOR runter zu regulieren. mTOR ist quasi ein Pfad, der auch korreliert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit chronischen anderen Erkrankungen und eben auch mit dem Altern.
Und mTOR springt an, wenn wir viele Proteine auch essen. Jetzt empfiehlt man in der Langlebigkeitsforschung erstmal eben nicht so viele Proteine zu essen, um die Langlebigkeit zu fördern. Ab dem 70. Lebensjahr sagt man natürlich wieder ein bisschen mehr, da kommt dann das Thema der Sarkopenie daher. Da stimmst du ja auch mit ein. Du hast es vorhin gesagt, anstatt der 40 braucht man dann 60 Gramm Proteine. Aber wir gehen eigentlich zwei unterschiedliche Wege da. Meine Meinung ist folgende, sich irgendwo dazwischen zu bewegen. Deswegen bin ich gerne ein Fan von 1 bis 1,5 Gramm Protein, mich zu bewegen, was so die Empfehlungen angeht, um eben nicht zu sehr den mTOR-Pfad zu bedienen. Ich will ihn aber auch nicht unteraktiv haben, so wie man das zum Beispiel, ja, weil das wirkt sich negativ aus aufs Immunsystem. Das kennt man, wenn man Rapamycin gibt. Das ist quasi ein mTOR-Inhibitor. Man setzt den zum Beispiel ein, wenn man Organtransplantationen macht. Genau. Dann setzt man das ein, um das Immunsystem erstmal komplett runterzufahren, damit es quasi nicht abgestoßen wird, das Organ. Das will man natürlich nicht in dem Fall, weil man sein Immunsystem dann platt macht. Deswegen manche empfehlen tatsächlich dann Rapamycin in sehr geringen Dosen zu geben oder auf natürliche Weise den mTOR-Pfad leicht zu inhibieren beziehungsweise eben nicht zu überaktiv zu halten. Wenn nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, High-Protein-Diet, wie ist da deine Sicht auf den mTOR-Pfad und sagst du, langfristig, interessiert mich quasi nicht. Vor allem 120 Gramm Proteine, das ist wichtig. Und du hast vorhin sogar gesagt, bei einer Carnivore Diet dürfen sogar 350 sein. Da würden sich auf jeden Fall die Langlebigkeitsforscher mit einem großen Fragezeichen gegen dich wenden und sagen, hey, nee, das würde zu sehr das Altern promoten. Ja. Wie siehst du das mit mTOR? Ja. Ich schreibe dazu ja was im Buch. Also mTOR ist letztendlich, ich betrachte es genauso wie Insulin. Ja? mTOR ist, wie du schon sagst, korreliert. Korrelation ist allerdings kein Beweis. Ne? Es korreliert und es hat auch seinen Grund, warum das korreliert. Aber Insulin korreliert halt auch. Will man deswegen gar keins haben? Nein. Ne? Man will die Pfade natürlich im richtigen Verhältnis triggern. Und was mTOR sehr, sehr stark triggert, ist Insulin. Oh, jetzt haben wir wieder das Thema Insulin. Das ist der Elefant tatsächlich im Porzellanladen, der alles kaputt tritt. Ja? Ein viel zu hoher Insulinwert. Ja? Und der ist primär dafür verantwortlich, dass diese Autophagie und der Recycle-Mechanismus im Körper nicht mehr richtig funktioniert. Ja, wenn Insulin zu hoch ist. Das ist auch ein Weg von Insulin. Und mTOR wird dadurch auch tatsächlich zu stark getriggert, das weiß man, ja, aber nicht durch das Eiweiß. Ne, wodurch triggere ich Insulin? Wunderbar, richtig, indem ich Kohlenhydrate esse. Muss nicht unbedingt nur Zucker sein, sondern das ist dann auch zu viel Nudeln, zu viel Brot, allgemein zu viel Kohlenhydrate am Tag. Wir Menschen, die wenigsten Menschen sind dafür geeignet, 300-400 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen. Und ich glaube, das sehen wir mittlerweile auch in der Bevölkerung, weil in Amerika mittlerweile über die Hälfte der Menschen fettleibig ist. Nicht übergewichtig, sie sind fettleibig. Das heißt, sie haben einen BMI über 35. Ja, dank Corona wurde es geschafft, über die Hälfte dahin zu bekommen. Ja, das heißt, und die haben alle zu hohes Insulin. Da brauchen wir gar nicht Blut messen. Ja, das ist tatsächlich leider ein trauriger Fakt. Da gibt es vielleicht 1 Promille oder ein halbes Promille, was das vielleicht nicht hat, aber 99,9% von denen haben zu hohes Insulin. Das ist das Problem. Und hier wirkt jetzt auch Rapamycin, ja, oder Rapamycin auf Deutsch. Ja, hier wirkt das, weil halt der mTOR-Pfad wie Insulin viel zu stark den ganzen Tag über angetriggert wird. Ja? So, im Low-Carb-Mensch, ja, jetzt gibt es natürlich keine Studien mit Rapamycin und Low-Carb-Leuten, weil die Gruppe ist zu klein. Wird das vollkommen anders aussehen. Das schreibe ich schon in meinem Fastenbuch auch. Und hier habe ich ja auch ein bisschen was dazu drin. Wird das vollkommen anders ausfallen. So, und dann gucken wir auf die Arbeit von Walter Longo. Ich mochte ihn eigentlich, aber ich muss sagen, nach dem, was ich von Donald Lehman gelernt habe, sind seine Studienaufbauten falsch. Was macht er? Er füttert, er benutzt, hat Mäusestudien und Epidemiologie. Epidemiologie lässt keinen Beweis zu.
Ja, wissen wir, lässt nur einen Verdacht zu. Ich muss das immer in der Interventionsstudie, am besten im Menschen, aber man fängt mit Tieren an, immer beweisen. Ja, egal, wie gut etwas korreliert, wir haben auch die Korrelation, dass der Margarinekonsum mit Entscheidungsraten im Bundesstaat Maine korreliert, und zwar fast zu 100%. Ist natürlich totaler Blödsinn. Ja? Aber die Korrelationen sind da. Man muss immer sehen, was ist denn wahrscheinlicher, was da korreliert. Das ist nämlich immer auch ein ganz spannender Punkt. Ja? Das ganze Thema rotes Fleisch habe ich im Buch ja auch drin. Ist alles Blödsinn. Ja? Beziehungsweise es gibt dann halt, es muss dann ja auch überprüfbar sein, und vor allen Dingen, es muss bewiesen werden durch eine Interventionsstudie. So, da hat Walter Longo mit Mäusen gearbeitet. Und was du und ich nicht wissen, weil wir nicht mit Mäusen arbeiten, ist, ich habe es mittlerweile gelernt und erkläre es auch im Buch, Mäuse überfressen sich, wenn sie halt im Labor gehalten werden, weil jetzt muss man dahergehen und muss die Mäuse genauso wie uns Menschen nur dreimal am Tag ernähren. Na, wenn ich den Mäusen den ganzen Tag über Futter anbiete, fressen die ganze Zeit, und wir wissen, wenn wir Menschen den ganzen Tag essen, dann werden wir Diabetiker, weil das kann so gut, oder vielleicht 99% werden Diabetiker Typ 2, weil das können wir Menschen auch nicht ab, wenn wir den ganzen Tag futtern. Ja, man isst gefälligst zwei oder dreimal am Tag, und dazwischen macht man schön Pause, damit der Insulinspiegel wieder fallen kann. Ansonsten, ja, wenn ich ständig alle 5 Minuten Keks in den Mund schiebe und das über Jahre, Punkt, dann sind wir Diabetiker, und das schaffen ja leider heutzutage auch schon unheimlich viele Kinder. Wir haben das in Amerika, dass 10-jährige Kinder eine neue Leber brauchen, weil die vom Zucker kaputt gemacht wurde. Über solche Sachen reden wir, und deswegen sind einige Wissenschaftler dann auch, wie Robert Lustig, auch auf die Barrikaden gegangen. Aber zurück zur Langlebigkeit. Das heißt, wir haben hier vollkommen, die Mäusestudien. In den Mäusestudien, Donald Layman hat immer mit einem Fütterungsmodell gearbeitet, und das ist, glaube ich, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es ist ein Bruchteil nur an Studien, die an Mäusen gemacht werden, die mit diesem Fütterungsmodell arbeiten, weil das natürlich Arbeit macht, die Mäuse dreimal am Tag zu füttern, als die generell irgendwas hinzustellen, was sie den ganzen Tag überfressen können. Ja, das ist aber, ja, wie gesagt, Mäuse tendieren dazu, genau dasselbe Verhalten wie wir Menschen oder noch schlimmer an den Tag zu legen, dass sie sich total chronisch überfressen. Und wenn man jetzt sieht, dass man dieses Diabetes-Herz-Kreislauf-Modell, was auch bei uns Menschen perfekt funktioniert, anwendet und vergleicht mit einem kalorienreduzierten Modell, na, natürlich leben die Mäuse da länger. Ist doch vollkommen logisch, so wie wir Menschen auf Low Carb auch, ne, die ganzen Zivilisationserkrankungen nicht haben. Das ist halt, deswegen sind die Studien schlecht aufgesetzt. Ne? Das weiß man halt, das habe ich halt durch Donald Layman gelernt. Ich habe es auch schon mal gehört, selbst an Fett überfressen sich Mäuse, im Gegensatz, wir Menschen schaffen das nicht, uns an Fett zu überfressen. Weil da haben wir einfach eine bessere Sättigung. Nager überfressen sich auch an Fett. Ja, das habe ich mal auch von einer Krebsforscherin auf einem Kongress erklärt bekommen, dass man da sehr aufpassen muss und dann sich die Modelle angucken muss. Und Walter Longo argumentiert da halt einfach, sagen wir mal, unehrlich, der müsste das wissen. Als Forscher muss man das wissen, wie diese Modelle aufzubauen sind. Das heißt, er müsste hier Äpfel mit Äpfeln vergleichen, bitte. Das heißt, ich habe einerseits gefütterte Mäuse mit einem normalen Tagesbedarf an Essen, was für Mäuse okay ist, und vergleiche das mit meiner angeblich so gesunden Fasting Mimicking Diet, die er da erfunden hat, die er auch vermarktet, das hat auch alles immer so seinen Hintergrund, und nicht eine Maus, die sich überfrisst mit meinem Produkt. Ja, und jetzt könnte natürlich etwas Folgendes passieren, was sehr unangenehm ist. Meine ganzen schönen Forschungsergebnisse sind plötzlich weg, ja, oder sind nur noch minimal da, dass man einen nicht signifikanten Effekt plötzlich noch hat. Man wird nicht mehr diesen Effekt, garantiert nicht mehr diesen Effekt haben, weil wir wissen, im Menschen ist es genauso. Wenn der Mensch Low Carb sich ernährt, gesunde Insulinspiegel hat, hat er alle Zivilisationserkrankungen nicht. Punkt, Ende, aus. Ja, es gibt, da gibt's keine plötzlich Gelenksabbauten durch zu hohe Metalloproteinase Reaktionen und ne, wir haben keine Fettleber und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht da. Das kommt alles durch zu viel Kohlenhydrate und durch einen dann hormonellen, das ist nicht nur Insulin, das treibt ja dann, da spielt ja Cortisol und Insulin auch miteinander rein, und Cortisol ist dann auch noch für stressbedingte Berufe, dann kommt das noch dazu. Frauen mit ihrem Hormonhaushalt ist auch ein ganz eigenes Thema, ist ein ganz eigener Podcast. Ja, kenne ich mich auch noch nicht ganz so gut aus. Ist sehr komplex. Ändert sich vor allen Dingen dann auch irgendwann bei der Frau
Aber was ich zumindest auch weiß, in die DHEA-Spiegel und so weiter, das alles in Männer- und Frauenfeld, das spielt alles mit rein. Und muss dann halt alles entsprechend beachtet werden. Das heißt, in der Langlebigkeit wird meiner Meinung nach sehr unehrlich zum Teil argumentiert. Und vor allen Dingen wird nicht auf das wahre Problem, was eigentlich alle Forscher mittlerweile, die Forscher zumindest, sollten es wissen, dass Insulin und die falsche Ernährung mit zu viel Kohlenhydraten das Problem Nummer eins unserer Gesellschaft ist. Ja, und dass man das in den Griff kriegen muss und dann fallen vielleicht aber auch viele schöne Produkte oder Produktideen halt einfach weg, was vor allen Dingen auch was das Thema Langlebigkeit angeht. Und da komme ich auch nochmal auf die Studie, die ich auch im Buch drin habe von Ben Bickman, gerne zurück, dass halt der Insulinausstoß in den zwei Menschengruppen vollkommen anders aussieht, ne, in den Low Carb, also beziehungsweise das, was wir gewohnt sind als Menschen, weil wir hatten auch nie den Zugriff auf Kohlenhydrate. Bis vor 200-300 Jahren hatten wir einfach nicht den Zugriff auf Kohlenhydraten, wie wir es heute haben, schon gar nicht auf Zucker. Ja, Zucker haben wir erst seit 1812 überhaupt in nennenswerten Mengen. Vorher war es ein Gut für den Adelshof. Wir Gemeinen hatten überhaupt keinen Zugriff darauf und das war auch gut so. Ja, man sieht das Ergebnis, was wir heutzutage haben, wenn Zucker nichts kostet und für ein Kilo für 1,20 Euro im Aldi steht. Ja, das Ergebnis oder halt noch viel schlimmer getrunken wird, wie als jetzt am Morgen. Das ist das große, 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 große Problem. Und da wirken dann auch Rapamycin, ja, da wirkt dann auch Metformin. Ey, das wissen wir, das ist ein Diabetikermittel. Ja, aber richtig essen ist die Antwort. Ja, und da werden dann auch die Langlebigkeitsuntersuchungen plötzlich vollkommen anders ausfallen. Da bin ich sicher nur, wie gesagt, die Gruppe der Low Carbler, die werden sie auch, das wissen die ja auch, dass sie die gar nicht nachmachen, weil dann, wie gesagt, dann kann man das Ganze, den ganzen Markt, den man da ja bedienen will, dann gar nicht, der bricht dann zusammen, weil im Low Carbler sieht das vollkommen uninteressant aus, wenn man dann nicht diese negativen Erkrankungen auch erstmal hat, die man dann meint, durch die Langlebigkeitssupplemente oder sonstige Sachen in den Griff zu kriegen. Wobei natürlich Low Carb schon auch was ist, was in der Langlebigkeitsindustrie promoted wird, aber da ging es dann eher zusätzlich eben auch nochmal, schaut man sich nochmal die Fette an und eben auch die Proteine. Aber schön einfach da auch unterschiedliche Sichtweisen zu einem Thema zu bekommen. Und ich würde am Ende aber gerne noch auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen kommen, was mir selber auch sehr am Herzen liegt, Robert. Und zwar berichte ich schon seit Monaten, fast schon seit Jahren eigentlich, über die Gefahren von Laborfleisch oder eigentlich Laborlebensmittel. Und die Agenda, die damit in Verbindung steht, und zwar kann man das ja vor allem in diesem Jahr konnte man das, oder wenn die Sendung rauskommt, dann ist es das letzte Jahr, also in 2023 konnte man das ja wunderbar beobachten, wie in vor allem Holland Tausende von Betrieben, Farmern, Bauern schließen mussten, aber auch in Deutschland, wo schon wirklich etliche Betriebe schließen mussten. Jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, gab es erst, also wir sind jetzt, was haben wir jetzt, 28. und 29. Dezember. Es gab vor ein paar Tagen die Demonstrationen von den Bauern landesweit und ich glaube sogar am 8.1. steht dann nochmal die nächstgrößere Demonstration an. Da geht es eben darum, auch hierzulande den Bauern das Leben schwer zu machen aufgrund von CO2-Produktion und natürlich dann vor dem Hintergrund des Klimawahnsinns. Und jetzt mal vielleicht die Diskussion beiseite gestellt, menschgemachter Klimawandel hin oder her, gibt es den oder gibt es den nicht, darauf wollen wir gar nicht eingehen, aber es geht letztlich darum, dass die CO2-Produktion durch die Tieraufzuchten, sind die gegeben, sind die nicht gegeben? Du gehst ja in deinem Buch auch darauf ein, vergleichst aber hier vor allem dann auch die Industrie und die Weidehaltung und sagst, okay, das eine möglicherweise, das eine und das andere ist vielleicht sogar schützend. Wie ist deine Sicht auf dieses Klimathema, vor allem was Tieraufzucht und Weidetierhaltung angeht? Ja, es gibt da tatsächlich einen Riesenunterschied zwischen Weidetierhaltung und Zuchttieren. Und ich bin ein ganz großer Fan, also ich versuche, all mein Fleisch aus Weidetierhaltung zu kaufen. Ja, am schönsten wäre es noch, wenn es auch wirklich auf der Weide geschossen wird.
Also das ist auch kein Transport und sonstiges, aber das ist schwierig zu kriegen, das Fleisch. Das ist natürlich perfekt. Wir haben hier, wo und wenn es ausschließlich grasgefüttert wurde, das wär natürlich noch schöner, richtig, wenn das alles zusammenkäme. Richtig, genau. Da haben wir leider in Deutschland noch kein Zertifikat für. Die Amis sind dann einen Schritt weiter, die haben Grass-Fed und Grass-Finished. Gibt es in Deutschland noch nicht so. Wir haben Weidetierhaltung, was wahrscheinlich kein geschützter Begriff ist. Wahrscheinlich kannst du das wieder überall dran kleben. Aber nehmen wir mal an, die Leute sind auch mal ein bisschen ehrlich, geben an, Weidetierhaltung, das ist eigentlich das Nonplusultra, weil das sogar einen positiven Effekt auf CO2 in der Luft hat. Durch die Bindung des Kots der Tiere und die Bindung dann im Boden. Ja, das heißt, die haben unterm Strich einen positiven Effekt, vollkommen anders zur Massentierhaltung. Ja, die Massentierhaltung ist zweifelsohne etwas, was ich überhaupt nicht bevorwürde, für mich dürfte Fleisch auch ruhig teurer werden. Ich kann sagen, der Punkt kann sich es auch leisten, aber es ist halt ist ein sehr, sehr wichtiges Lebensmittel, wie ich finde, es sollte für alle zugänglich sein, das schon, aber wir müssen die Tiere artgerecht halten und die Tiere müssen auch Lebensqualität haben in ihrem Leben. Ja? Und das ist meiner Meinung nach nur über Weidetierhaltung möglich. Dazu kommt dann das Ganzheitliche, da gibt es ein ganz wichtiger Aspekt, um erstmal nicht nur an uns Menschen zu denken, ja, genau, sondern auch an die Tiere erstmal zu denken. Exakt. Ne? Mhm. Das ist absolut essentiell. Und was halt dazu kommt, ist, dass die Tiere, die Weidetiere, die Weiden erhalten. Ja, das hat man jetzt gelernt. Oder das hat man schon jetzt vor ein paar Jahren gelernt. Da habe ich ja auch eine kleine traurige Story im Buch drin. Ja, dass einer mal ein Engländer in Verantwortung 25.000 Elefanten hat abschießen lassen in Afrika, weil er die falsche Annahme hatte, dass die Elefanten dafür verantwortlich sind, dass so viel so viele Gebiete austrocknen. Der Gegenteil ist der Fall. Das hat er aber leider erst lernen müssen. Und hat aber mittlerweile auch genau das Umgedrehte in seinem Leben dann so die letzten 20 Jahre durch Organisation von Weiden und das Erklären der Bauern, wie sie die Tiere wandern lassen müssen, ne? Weil Tiere stehen ja nicht fest auf einer Weide, sondern die müssen umherziehen. Das ist ganz wichtig. Und müssen vor allen Dingen auch die Gräser abfressen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, und damit auch den Boden verdichten, und zwar genau in dem Gewicht der Tiere und nicht mit Traktoren, die den Boden kaputt machen und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Das Buch heißt Sacred Cow von Rob Wolf. Das kann ich jedem nur empfehlen. Der beschäftigt sich da ein ganze Buch darüber, was wir jetzt hier kurz anreißen. Aber Weidetiere machen ja dann auch für uns Menschen die Zauberei, dass sie aus einem für uns Menschen vollkommen unbrauchbaren Lebensmittel Gras und Kräutern, wobei ein paar Kräuter können wir auch essen, aber Gras können wir überhaupt nichts mit anfangen, hochwertigstes Eiweiß produzieren. Und das machen die Kühe, indem sie den Pansenmagen, oder Weidetiere, ihr ganz spezielles Verdauungssystem haben, wo sie ja dann hinten heraus eigentlich die Fette und Eiweiße, die die Bakterien herstellen, verdauen. Ah, die verdauen ja gar nicht das, was vorne reingeht. Das wird ja dann durch die Bakterien komplett umgewandelt in hochwertiges Eiweiß. Und wir Menschen sind es nun mal gewohnt, die zu bejagen. Deswegen brauchen wir dieses hochwertige Eiweiß. Das Eiweiß ist für uns Menschen halt genau das, was unseren Bedarf optimal abdeckt, weil wir die seit Jahrhunderttausenden bejagen und essen. Und dabei sollte man auch immer, ich gehe gern so diesen, ich habe gerne da beim Essen, wir machen das tatsächlich auch so, dass wir uns bei einem Tier bedanken, ja, dass wir das essen dürfen. Also ganz der indianische oder Native Americans, wie man korrekterweise heutzutage im Sprech sagen muss, die das auch schon wussten und das auch entsprechend gehandhabt haben. Ne? Und die haben primär von Büffeln gelebt, fast ausschließlich zum Teil von Büffelfleisch gelebt. Ja, wir hatten, damals gab es noch die großen Büffelherden, die durch Amerika gezogen sind. Ja, und genau diesen Effekt hatten, nämlich den Erhalt der Flächen, dass da den Amerikanern geht momentan haufenweise Boden verloren, weil der wegweht. Ja, weil nun mal, wenn man das, sobald man die Flächen aufreißt mit Pflügen, besteht halt die Gefahr, dass das austrocknet und wegfliegt. Und da haben sie, ja, im Mittleren Westen oder so, die Amis haben auf jeden Fall ein Riesenproblem damit.
Und das war halt damals nicht, weil der Prärie war, ne? Und da riesige Büffelherden drüber gezogen sind. Lässt sich vielleicht nicht mehr 1:1 heutzutage so umsetzen, werden wahrscheinlich auch viele Häuser geben, die da stehen und so weiter. Aber der Grundgedanke, ne, dass man halt Parzellen hat und dann die Viecher darauf koordiniert umherziehen lässt und sowas simuliert, das kriegen wir als Menschen schon hin. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja, das ist ein Aspekt, ne? Und warum die Gräser so wichtig sind, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das ist immer das Thema, das Ganzheitliche. Und das ist das auch das Natürliche letzten Endes. Zudem gibt es halt unheimlich viele Flächen, die sind für den Ackerbau überhaupt nicht geeignet. Sobald da Gefälle ins Spiel kommen, können die mit Maschinen nicht bewirtschaftet werden. Die Viecher, ne, können da aber sehr gut drauf leben. Und wenn es halt dann keine Kühe sind, die das auch sehr, sehr gut, die können sehr gut klettern, sind es halt dann Ziegen oder Schafe. Ja? Und das ist auch für uns Menschen sehr, sehr hochwertiges Fleisch letzten Endes. Also das ist meiner Meinung nach der Weg, den wir gehen müssen, halt artgerechte Tierhaltung auf Weideflächen deutschlandweit. Wie sehr sich das auf jetzt uns 80 Millionen Deutsche umrechnen lässt, mal eh nicht alle mit, aber das weiß ich jetzt auch nicht, da bin ich auch überfragt, aber das wäre so meine Idealvorstellung, ne, dass wir, und man kann ja kombinieren, wie gesagt, man, ne, für die nicht chronisch krank sind, kann man auch kombinieren. Man kann Bohnen mit reinnehmen, man kann ein bisschen Getreide mit reinnehmen. Ja, darf man nicht so viel, weil Getreide hat sehr schnell sehr viel Kohlenhydrate. Aber wenn man das in Verbindung macht mit Fleisch, hat man auch immer gleich sozusagen die negativen Eigenschaften von pflanzlichen Eiweißen immer mit ausgeglichen, weil das Fleisch, ja, das tierische Eiweiß halt so hochwertig ist. Ja, und das ist meiner Meinung nach der Weg. Und die Massentierhaltung ist nach wie vor, kann ich auch kein gutes Wort für finden, weil die sehr, sehr belastend ist für die Tiere. Das ist für mich, das darf nicht, ist halt meine Vorstellung, dass das nicht okay ist. Die Tierhaltung, wenn die sozusagen nie auf der Weide stehen, die müssen meiner Meinung nach immer auf der Weide stehen. Und es muss auch nicht jeder zukünftig sich Carnivore ernähren, wie du es auch schon gesagt hast. Und dann lässt sich eigentlich sowas gut decken, vor allem wenn man, stelle sich vor, die Politik auch mal sowas subventionieren würde, oder nicht nur die Politik, sondern auch Investoren, dass nicht nur Milliarden in die Herstellung von künstlichem Fleisch gesteckt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, wahrscheinlich lässt sich dann wieder einfach nicht so viel verdienen wie mit einem neuen Produkt. Und by the way, wer meine Kanäle verfolgt, ich berichte ja darüber, im letzten Jahr, also 2023, wurde Laborfleisch in den USA eingeführt. Und so wie es aussieht, 2024 geht es auch in Europa los. Holland steht da ganz vorne dabei. Wer hätte es gedacht, wo in 2023 noch so viele Betriebe, Farmer geschlossen wurde, dass jetzt eben das Laborfleisch daherkommt im ganz großen Stil. Deswegen auch an der Stelle natürlich Achtung, was man dann bekommt. Wir werden sehen, wie das dann eventuell gelabelt wird oder gar nicht gelabelt werden muss. Wir werden das sehen, wir werden es beobachten und auch ich werde darüber berichten. Ja, Robert, ich kann sagen, ich glaube, wir haben super coole Infos heute wieder zusammengestellt. Ich kann es auch jedem Zuschauer nur empfehlen, sich dieses Büchlein ist wirklich ein super Read. Man kommt richtig schön durch, man kann das schnell lesen. Super viele Studien auch zusammengestellt, super viele Empfehlungen und coole Informationen drin. Ich werde es natürlich verlinken in den Shownotes. Robert, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, jetzt schon zum zweiten Mal. Vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du ja auch neben deinem eigentlichen Job zusätzlich machst und dann uns eben dann hier draußen der Bevölkerung zur Verfügung stellst, so viel Positives im Endeffekt auch gibst. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuschauer. An der Stelle nochmal, unterstützt uns gerne, hinterlasst uns ein Like, einen Kommentar, teilt die Sendung, sodass wir eben die Informationen mit so vielen Menschen wie möglich teilen können. Vielen Dank fürs Einschalten.